Also diese Ausstellung stammt vom Militärhistorischen Museum in Potsdam. Sie existiert schon über 20 Jahre und sie zeigt die Entwicklung der deutschen jüdischen Soldaten in der Zeit von etwa 1800 bis nach 1945. Insbesondere befasst sie sich mit der Integration der Juden und mit der Tapferkeit der jüdischen Soldaten in den Kriegen und versucht auch wiederherzustellen die geschändete Ehre der jüdischen Soldaten, denen während der Nazi-Diktatur die Orden und Ehrenzeichen aberkannt worden sind. Der Ausbruch des Krieges 1914 verstärkte die Hoffnung der deutschen Juden auf eine vollständige Integration. Hatten doch die vorangegangenen Kriege geholfen, die Unterstellung der militärischen Untüchtigkeit zu widerlegen. Der Zentralverein der deutschen Juden rief am 1. August 1914 die deutschen Juden dazu auf, über das Maß der Pflicht hinaus freiwillig zu den Fahnen zu eilen. Die zionistische Vereinigung schloss sich an. Jeder zweite männliche deutsche Jude zwischen 15 und 16 Jahren, ich wiederhole, jeder zweite männliche deutsche Jude zwischen 15 und 16 Jahren diente im Ersten Weltkrieg als Soldat. Insgesamt etwa 100.000 Mann, davon insgesamt etwa 10.000 Kriegsfreiwillige.